Willkommen zurück zur nächsten Folge. Muss ich nochmal nachschauen. So, ja, läuft alles. Bestens. Zur nächsten Folge des Fax Challenge. Wir waren stehen geblieben. Wir haben hier ein paar Bücherregale noch gebaut. Und ich wollte jetzt eigentlich mal hier etwas in den Berg hinein, um hier ein paar Stallungen zu machen. Und sollte es gleich dunkel werden, gehen wir natürlich wieder auf Enderman-Jagd. Aber damit wir den Stall hier so ein bisschen vorantreiben können, dachte ich mir, können wir jetzt die Brückenzeit auch benutzen. Die Musik ist mir persönlich gerade aber doch etwas sehr laut. So. So. Dann nehmen wir ab hier auch nochmal einen höher. Damit wir hier die Tiere alle schön hineinfärchen können. Oh ja, das Lied mag ich. Das Lied mag ich. Sehr schön, sehr schön. Ich glaube, hier müssen wir noch drei rein, glaube ich, ungefähr. Machen wir einfach mal. Das ist schon eher die Musik, die ich hier auf Radio GFM Rockpop erwarte. Nicht so ein Quatsch, wie es sonst hier gibt. Gut, es ist Nacht. Wir zücken unser Schwert und suchen uns mal ein paar Endermen. Du bist kein Enderman. Ihr seid keine Enderman. Alles kein Enderman. So ein Enderman? Nein, da hinten ist ein Enderman. Schauen, dass ich an den Enderman jetzt rankomme gleich. Dann wir essen vorher nochmal Brot. Dann setzen wir uns den Kürbis mal auf den Kopf. Ich hätte den Enderman gerne, ohne dass es mir hier... Ja, da ist die Enderperle! Jetzt möchte die Hexe natürlich auch noch mitspielen. Ah, jetzt kommt schon hier. Wo bist du, du dämliches Skelett da? So, jetzt habe ich dich und jetzt habe ich dich. So, jetzt kann ich kurz was essen. Da hinten war noch ein Enderman, ich kralle ich mir dann direkt mit. Mache ich da oben erstmal die beiden Skelette jetzt weg. Hallo, ihr Skelette. Ja, tötet euch doch mal gegenseitig. Denn jetzt, wo ich... So. Und eine weitere Enderperle. Wo ist sie denn? Eine Enderperle, die lag doch gerade einer. Hallo? Hier ist noch ein Bogen. Da. Sehr schön. Wollen wir hier noch ein paar Hühnchen töten?
Oh, ich glaube, das Glück ist mir gerade hold so ein bisschen. Vielleicht sollte ich dann gleich auch direkt nochmal versuchen mit Angeln. Der Clownsfisch ist übrigens, der mir noch fehlt. Mit euch möchte ich da drüben eigentlich nichts zu tun haben. Deswegen rase ich jetzt mal durch zum Haus und schaue, dass ich schnell schlafen kann. Und schlafen? Ja! Huh! Enderkiste, willkommen! Huh! Sehr, sehr gut. Dafür brauche ich jetzt... ich habe auch meine Ordnung hier, ne? Ich mache jetzt erstmal hier... eine Mob-Drop-Kiste. Mit Sachen, die Mobs so droppen. So, so was hier. So. Mal kurz so ein bisschen. Ordnung zumindest probieren hier reinzubekommen. So. Mache ich hier eine Blockkiste. Wo so pure Blöcke reinkommen. Hier habe ich noch Fische drin, sehr schön. Kohle habe ich hier keine mehr. Und die kommen hier noch rein. So. Block. Das und das. Und jetzt habe ich noch. Nee, habe ich nicht. Dann gehen wir in den Keller. Aber einen Wassereimer. Noch nämlich Obsidian. Und soweit ich das gesehen habe, habe ich ja kein Obsidian mehr. Deswegen muss ich mir eben nochmal 8 Obsidian holen. Oh yeah. Das läuft gerade, Freunde. Das läuft gerade. Ich bin gerade wirklich sehr hoffnungsschwanger, dass das was wird. Obsidian. Komm, dann hauen wir hier schnell ab. Was haben wir hier? The Evening, so right. 1. Und 2. Und mal so und so. Können wir Helm auch mal aufsetzen gleich. So. Och ja. Eine Enderkiste, meine lieben Freunde. Eine Enderkiste. Dann können wir gleich einen weiteren Erfolg abhaken. Fisch. In der Enderkiste probiere ich mal den Fisch so ein bisschen. Weil kann ja nicht sein, dass wir keinen Clownsfisch bekommen auf der ganzen Karte, ne? Also. Was liegt da? Ich habe auch geguckt, man. Es gibt keine bestimmten Biome dafür. Den kann man auch echt überall fangen. Nur ich fange natürlich nicht überall. Ich muss natürlich wieder. So, 8 habe ich. Was für eine Ebene sind wir eigentlich? Oh, das ist gut.
Auf Diamantenebene sind wir hier. Wir brauchen auch noch Diamanten in nächster Zeit. Das sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Die Diamantenknappheit in diesem Land. Schauen wir mal kurz so ein bisschen hier. So ein paar Meter gerade ausbuddeln. Da wird ja nichts dran sein. Naja. Gehen wir zurück. Basteln uns die Enderkiste. Puh, ich bin gerade so ein bisschen erfreut, dass das jetzt funktioniert hat. Wo bin ich? Ach, da. Wieso höre ich hier unten eigentlich einen Huhn? Wo zum Teufel ist hier ein Huhn? Es kommt von hier. Emeralds? Mehr Emeralds? Vielleicht ist hier unten ja tatsächlich noch eine Kiste mit Karotten drin. Kann mich hier ja durchtrauen. Ich habe ja Gott sei Dank gegen Spinnen hier drauf. Ich werde den Spawner natürlich nicht kaputt hauen. Da werde ich mir dann lieber eine Falle rausbasteln. Aber hin scheint keine Kiste zu sein. Also geht es zurück. Warum hier auch immer ein Hühnchen da? Lassen wir das Hühnchen da mal als Referenzpunkt. Dass wenn ich hier nochmal hinsuchen möchte, dass ich hier dann auch hinkomme. So. Ab nach oben! Oh, da unten kann ich mir aus dem Spinnending eine schöne XP-Farm machen eigentlich. Ich die dann unten spawnen lasse, dann lasse ich sie nach oben treiben. Und dann sind die oben... Oh ja, das geht gut. Ja, ja. Doch, ich glaube, das könnte klappen. Ja, 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 ja. So, jetzt habe ich dich. Dann habe ich euch. Und damit habe ich meine Enderkiste. Wuhu! Crafte eine Enderkiste. Zellenhintergrund rot, grün 3, sowas. So. Sehr schön. Wirklich sehr schön, das freut mich. Das freut mich, dass ich das endlich habe. So, wo ist die liebe Angel? Nehmen wir die. Vielleicht nochmal einmal ein bisschen tiefer hier das Wasser. Vielleicht mögen Clownsfische ja nicht so hohes Wasser. Oder wir stellen uns beim Angeln einfach ins Wasser. So. Dann komm du mal, du kleiner Fisch. Ja, weiß nicht. Einen machen wir noch, dann ist die Folge zu Ende.
Gut, das war's. Meine lieben Freunde, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Dann wieder mit Elrond. Macht's gut, meine Freunde. Bis dann und ciao.